wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich, alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich, ich bin der kleine Nick. Pausenspiele. Sagen Sie, Herr Flickmann, wie lange werden Sie bei uns bleiben? Ich bin nur heute hier. Ich schließe meine Ausbildung als Pausenaufsicht mit diesem Tag Praxis ab. Ausgezeichnet. Es geht nichts über praktische Erfahrung. Vor allem, wenn man es mit solchen Lausebängeln zu tun hat. Glauben Sie mir. Und jetzt genau zielen, Georg. Du bist dran, Nick. Klasse! Die Jungs scheinen ja sehr viel Spaß zu haben. Aber das kann sich schnell ändern. Du bist ein gemeiner Betrüger. Gar nicht wahr. Du lügst. Gib sie mir sofort zurück. Was habe ich gesagt? Sehen Sie doch bitte mal nach, was los ist. Dann können Sie gleich praktische Erfahrungen sammeln. Ich habe sie ins Loch geschnippt. Jetzt gehört sie mir. Wirf ihn zu Boden und verpasse ihn eine. Was soll das? Hört sofort auf. Wieso streitet ihr überhaupt? Sie streiten sich doch gar nicht. Sie spielen Murmeln. Aber Kinder, ein solches Theater wegen eines Spiels? Gebt euch die Hand und vertragt euch wieder, einverstanden? Ich geb diesem Betrüger doch nicht die Hand! Sag das nochmal, du elender Lügner! Das ist alles deine Schuld, du Schummler! Nein, du Pfeife, du bist schuld! Schluss jetzt, Kinder, es reicht! Lass dir nichts gefallen, Georg! Mach den Blödmann zur Schnecke! Mach ihn fertig, Nick, mach ihn fertig! Echt spannende Partie, Murmeln! Was ist denn das für ein Radau? Schaut mir mal tief in die Augen! Ich will von euch keinen Mucks mehr hören. Ich habe es auch schon versucht, aber sie hören einfach nicht. Ihre sanften Methoden mögen ja gut und schön sein, aber sie zeigen keinerlei Wirkung, Herr Kollege. Denken Sie an meine Worte. Murmeln her, die kommen zu eurem Fußball in mein Büro. Nur das verstehen diese Jungen. Keine Murmeln, kein Streit. Und alles nur deinetwegen. Nein, du bist schuld. Immer willst du Recht behalten. Warum müsst ihr euch immer streiten? Als ich in eurem Alter war, haben wir uns doch auch nicht ständig geprügelt. Hatten Sie denn keinen Spaß, als Sie jung waren? Doch, wir kannten damals auch tolle Spiele. Eines hat uns Riesenspaß gemacht und war überhaupt nicht brutal. Ich erkläre euch das Spiel. Es gibt zwei Mannschaften. Jeder Spieler muss einen aus der anderen Mannschaft erwischen. Dabei wird man selbst von einem gegnerischen Spieler verfolgt, der ebenfalls versucht, einen zu erwischen. Ganz einfach, oder? Also ich habe überhaupt nichts kapiert. Ich auch nicht. Ist doch ganz einfach. Ich erkläre es euch nochmal. Georg läuft zum Beispiel hinter Nick her. Und wieso kann Nick nicht mir hinterherlaufen? Weil du keine Chance hättest. Ich bin nämlich schneller als du. Wir werden ja sehen, wer schneller ist. Aha. Nicht erwischt. Hey, lass Nick gefälligst in Ruhe! 2 gegen 1, das ist total unfair! Ich glaube, Sie haben die Regeln verstanden. Stellt euch alle in einer Reihe auf, die Pause ist zu Ende. Es gibt Tage, da sind Sie unerträglich. Trotz meiner langjährigen Erfahrung gelingt es mir dann kaum, Sie in Schach zu halten. Und jetzt vertiefen wir eure Kenntnisse in Rechnen. Holt alle eure Schiefertafeln heraus und notiert die Aufgaben. Nick? Frau Lehrerin, Nick lenkt mich vom Rechnen ab. Nick, ich will keinen Ton mehr hören. Der Nächste schreibt zur Strafe 100 Sätze. Hier, damit kannst du dich an den Blödmann rächen. Hey! Georg, zur Strafe schreibst du 100 Mal, ich sollte die Warnungen meiner Lehrerin ernst nehmen. Oh.
Das war schon wieder Georg. Ja, aber Nick hat angefangen. Das will ich gar nicht wissen. Ab in die Ecke, alle beide. Mit dem da stelle ich mich nicht in dieselbe Ecke. Ich mit dem auch nicht. Wenn das so ist, dann meldet euch beide im Büro von Herrn Hühnerfeld. Und alles nur, weil du nicht zielen kannst. Hättest du besser gezielt, müssten wir jetzt nicht zum Hühnerbrühl. Quatsch, du warst froh, dass ich nicht getroffen habe. Glückwunsch, mit eurer Dummheit habt ihr euch am Samstag 3 Stunden Nachsitzen eingehandelt. Herr Hühnerfeld, vielleicht sollten Sie noch mal eine Chance bekommen, wenn Sie versprechen, sich nie wieder zu streiten. Ja, bitte, eine letzte Chance. Wir streiten uns auch nie wieder. Sie sind mit diesen Bengeln viel zu nachsichtig, Herr Flickmann. Ich sag Ihnen, Sie müssen dringend lernen, sich bei den Jungs auch durchzusetzen. Geht mir aus den Augen, das war die letzte Warnung. Habt ihr denn einen Tag Schulverbot bekommen? Nein, dann müsst ihr also nachsitzen. Aber ihr kriegt doch wenigstens einen Brief nach Hause. Auch nicht, wir wurden überhaupt nicht bestraft. Toll, dann seid ihr also ungeschoren davongekommen. Bildet ihr bloß nicht ein, dass wir wieder Freunde sind, nur weil wir uns nicht mehr streiten. Mir doch egal, darauf lege ich auch keinen Wert. Also, was wollen wir jetzt spielen? Die Jungs werden den Nachmittag nicht ohne Streitereien überstehen. Da wette ich mit ihnen. Nachdem er sie geöffnet hatte, trank er die ganze Flasche aus. Punkt. Nachdem er sie geöffnet hatte... Hallo? Haben Sie eine Minute Zeit, Herr Hühnerfeld? Die Schublade klemmen. Können Sie mir bitte helfen, sie zu öffnen? Bin sofort zur Stelle, Herr Direktor. Es ist gleich soweit. Sie müssen die Pause ohne mich beginnen, Herr Flickmann. Oh. Was spielen wir jetzt? Wir könnten Stierkampf spielen. Was meint ihr? Ja! Ich bin der Chef der Stierkämpfer. Und warum ausgerechnet du? Weil ich das Spiel vorgeschlagen habe. Mir doch egal, ob dir das passt. Hey Jungs, passt auf. Der Flickmann guckt schon ganz komisch. Wir losen aus. Wer das längste Stöckchen zieht, ist Chefstierkämpfer, der mit dem kürzesten der Stier. Chef der Stierkämpfer. Und Georg ist der Stier. Du hast geschummelt, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Nein, gar nicht wahr. Du elender Betrüger. Selber Betrüger, Blödmann. Wenn du das nochmal sagst, dann verhau ich dich. Nein, du bist der Stier. Du darfst ihn also nur mit deinen Hörnern aufspießen. Seid ihr mit eurem Geschrei bald fertig? Was ist? Streiten sie sich etwa schon wieder? Nein, keineswegs. Die Jungs spielen nur. Ihr hattet doch versprochen, nicht mehr zu streiten. Was ist denn jetzt schon wieder los? Er weigert sich, den Stier zu spielen. Eigentlich müsste er ihn spielen, aber er hat geschummelt. Ach, wenn es weiter nichts ist, dann werde ich euer Stier sein. Hä? Ha, ha, ha. Ja, er ist fantastisch. Und nur, weil wir uns gestritten haben. Wenn Sie das etwa beaufsichtigen, kommen Sie sofort in mein Büro. Ja, Herr Direktor, sofort.
Sieht so aus, als würde er nicht so schnell wieder bei uns Pausenaufsicht machen. Wirklich schade, er ist total nett. Ich hätte immer auf ihn gehört. Ja, genau. Seinetwegen streiten wir uns nicht mehr. Er war einfach prima. Und der Hört war ein mal, Kinder, weil ihr so artig seid, gebe ich euch jetzt eure Sachen zurück. Ich bin doch auch nett, stimmt's? Ja, danke! Spielen wir? Otto steht im Tor. Geht nicht, ich kann die Bälle nicht fangen, hab keine Marmelade an den Fingern. Als Torwart muss ich gut vorbereitet sein, sonst klappt's nicht. Nimm du sie ruhig. Behalte sie, morgen gewinne ich sie sowieso wieder. Wollen Sie nicht unser Torwart sein? Herr Flickmann hätte bestimmt ja gesagt. Aber klar, wieso nicht? Ja! Ja! Super! Ah, ich zeig euch mal, wie bei den Hühnerfels Fußball gespielt wird. Passt gut auf, Kinder, ihr könnt noch einiges von mir lernen. Ihr Verhalten ist untragbar, Herr Flickmann. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Herrn Hühnerfeld. Ihm würde es nie einfallen, mit den Schülern herumzutollen. Aua! Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Herr Direktor, war keine Absicht. Ich glaube, der Hühnerbrüh muss jetzt auch zum Direktor. Aber das macht nichts. Wir können nämlich gut auf uns selbst aufpassen.